Ja, hallo, hier ist der Dan von den Vorspielern und der Jules. Hallo, Jules. Dan spielt nicht, weil er Angst hat. Und ich zitiere ihn mal: Aber Jules, ich sterbe ja nur. Du Ja, musst doch ja spielen, ich nein. sterbe Nee, nur. das ist für mich echt so krass. Also ich renne da nur noch panisch rum und weiß nicht mehr, wo ich bin und so. Ich habe dann auch so Blut in den Augen. Und im Stuhl. Bitte ruhig, weil jetzt ist es. Die Absprache hat doch gut funktioniert. Ja, Dan. Ja, Dan, ich fange an. Klick. Ja, hallo, hier ist der Dan von den Vorspielern. Sehr gut. Ah, jetzt können wir uns den mal richtig angucken. Eieieiei. Aber warum ist dieser Typ so extrem? Ach, das war ein Soldat, stimmt. Ja? Ja. Nur, gut, der durfte wahrscheinlich dann nur die schweren Sachen tragen die ganze Zeit. Der jagt uns. Es wäre auch vom Vorteil, wenn hier mal Licht wäre, dann würde er uns so aussehen. Ist das. Oh, ein Spind. Ist das jetzt eine positive Alternative? Ne. Klick da unten. Achso. Nix. Also vielleicht können wir uns verstecken, wenn. Warte, ich bin schon wieder voll im Stress. Also ich krieg schon langsam wieder Kopfschmerzen, echt. Du spielst doch gar nicht! Ich weiß, aber das macht, das nimmt dich so mit. Mich auch! Vielleicht ist das... nee, erstmal ohne Scheiß. Das Ding, das setzt einen richtig unter Stress. Die ganze Situation da ist echt übel. Also ich meine, ich habe kein Problem mit Horrorfilmen oder sowas. Ich habe noch nie einen Horrorfilm gesehen, wo ich Angst gekriegt habe, weißt du? Es gibt ja auch keine Horrorfilme, wo man Angst kriegt, wirklich. Aber dieser Film hier... Spiel. Das ist schon ein Film. Ja, dieses Spiel, das ist echt übel. Also das nimmt mich richtig mit. Ich spiele das eigentlich auch nur, um die Mädels zu beeindrucken. Ja? Ja. Und die sehen, was ich für ein Badass bin, ey. Jetzt sammeln wir mal die Batterien ein. Wo denn? Überall an Batterien rum. Dahinter waren, glaube ich, welche und am Flur liegen welche. Gar nicht, das war nee, was anderes. Ich muss jetzt, ohne Scheiß, ich muss jetzt mal... Ruhe, bitte. Dahinter dieser Verkleidung waren noch Batterien. Okay, da ist er. Da geht's so. Wie kann man denn die Mädels mit sowas beeindrucken? Ey Mädels, guck mich an, ich spiele Outlast. Wie hast du deine Batterie, ey? Bin ich hier richtig? Habe ich jetzt das scheiß Ventil? War das jetzt das Eins hast du. Da brauchst du zwei. Ja. Das ist das andere. Nee. Fuck! Alles klar. Laundry. Ups. Ja, in die Küche. Ach so, genau. In die Küche kommst du dann erst, wenn du das Ventil gelöst hast, um den Brand zu löschen. Alles klar. Ich war eben in dem Bad. Da muss ich jetzt noch in die Laundry wahrscheinlich rein. Ja. Oder Cafeteria? Nee. Die Cafeteria ist ja am Brennen wahrscheinlich. Ja, das war die. Und da kommt er schon. Das war schon einfach. Bist du hässlich? Ja, der arme Kerl. Lass mal wechseln. Aber weißt du, was das Gute ist? Die Mädels, die gucken sich die ersten paar Videos an, dann haben sie eh Angst. Und dann merken die gar nicht, dass ich am Ende nicht mehr gespielt habe, so die letzten 3-4 Parts. Ja, super. Nice. Weiß immer richtig. Ja. Ey, der ist einfach so doof, der Typ. Ey, warum knallt er jede Tür immer so laut zu, weißt du? Ja, das ist ein Lockers. Ja. Da unten liegt was. Das ist eine Karte. Oder? Nee. Sieht eine Karte. Eine Putzfrau. Okay, das ist... Ja. Ich drehe schon. Wie du drehst. Augentechnisch. Zack! Gut, jetzt mal gucken hier. Sieht gut aus, Jules. Oder auch nicht, der hat jetzt die Scheißtür aufgemacht. Ja.
Der hat immer so einen sechsten Sinn, wo du bist, ey. Weiter, weiter, weiter. Eieiei. Ich dachte, der riecht mich. Ja, vielleicht. Ja, aber nicht wirklich. Aber hier ist alles frisch gewaschen. Ja. Oh mein Gott. Also. Ich muss nach links dann jetzt gehen. Du stößt im Helm, oder? Ja. Oh ja, mein Gott, Jules, ey. Ja, das bin ich. Wer? Ich. Oh ja. Toll. Schön. Jetzt stinkt der Dicke nicht mehr so. Ich stink gar nichts. Ist doch nicht schlimm. Schnell hier durch. Oh, das sieht aus, wie als ob hier auch jetzt Geister rumschwirren. Na toll. Bin ich denn jetzt hier? Ja, du musst herkommen, aber hinten liegt noch Batterien. Wo denn? Dahinter. Hier hinter? Ja. Das da? Nein, rechts unten irgendwo. Da meine ich, da sind noch Batterien. Rechts, rechts an der... Ah, nee, doch nicht. Gut. Ja. Da dachte ich, da liegen noch Batterien. Nee. Muss nach links fahren. Nein, nein, rechts jetzt. Da, da hinten raus. Orientierungssinn 0. Bist doch hier lang gekommen. Hier bist du doch dann zu einem Dicken gegangen. Ne? So, da bin ich zu einem Dicken. Ging uns lang. Da steht der Cafeteria. Ah, schön. Jetzt ist natürlich hier wieder stockdunkel. Ob der Typ überlebt hat? Weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Also. Ah. So, jetzt, ja, jetzt muss ich erst wieder hier zurechtfinden. Wo geht jetzt in die Küche, ja? Hier. Das glüht noch. Ah gut, die Küche kann abfackeln. Die Tür auch. Schönes Ding. So. Weiter. Wer hat überlebt? Mann! Krall dich doch nicht immer so an mir fest! Hab ich doch gar nicht! Doch! Doch hast du! Nein! Doch, du merkst es nie! Gar nicht! Du schwitzt ja! Ich halt meinen Stuhl fest, weil der kurz auf Auseinanderfallen ist, wenn du da drauf rumeierst! Ja, ist klar! Oben, hör an mir, hältst du fest! Oh mein Gott, ey, was soll das denn? Ey, wie was ein Abfuck? Ich wollte gerade sagen... spätestens hier würde ich mir eine richtig krasse Waffe holen, ne? Oh, der hat Hunger gehabt. Pinselt der noch? Nee. Oh, guck mal, dein Bart. Oh. War das der? Ja, ja, das war der. Das war der. Der war voll sauer. Nee, weiß nicht, der ist einfach weggerannt wieder. Oh Mann. Jules. Jo. Jetzt haben wir doch den Doktor erledigt, ey. Jetzt müssen wir doch endlich herauskommen. Das war ein Jumpscare schon wieder. Ja,
gut ist das. Ach nee. Wie jetzt? Weiterlauf, hopp. Scheiß drauf. Ist ja nix. Nicht schlimm. Wo lauf ich denn hier lang? Das ist der Pool, dieser... Brunnen. Brunnen, ja. Oh Mann. Ach scheiße. Die Tür ist offen, aber das ist gut. How alive are you? Freue ich mich aber auch. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an, mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nichts vom Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Oha, also eine Lösung durch Kreuzigung. Oh. Vielleicht ist es der einzige Weg hier runter vom Gelände, dass da irgendwie... So. Was? Auch zu. Da draußen sitzen welche. Übel. Wir haben nur noch eine Batterie. Ja, und ab und zu mal wird's ja hell, ne? Ja. Okay. Wie das hier aussieht. Was? Was? Was ist denn da hinten? Hast du das gesehen? Nee. Das sah aus wie so ein großer Schatten, der auf mich zufliegt. Also ich hab's jetzt bewusst genauer wahrgenommen, weil ich hier hinten das gesehen habe. Was stand da? Ein Schlüssel. Alter, ey, ich hab so... So Schiss grad. Draußen ist es ja noch schlimmer als da drin. Scheiße. Ja. Yeah. Sonst nix. Doch, da ist ein Schlüssel. Oh, ja. Okay, Jules. Mach dich bereit für das große Finale. Meinst du, das ist das Finale? Ich weiß es nicht, aber... Also... Oh, das Spiel, ey. Ja. Fuck off. Die wollen doch, dass wir sterben vor Angst, ey. Ich bin schon gestorben. Echt? Friss das. Zu. Jetzt hier rein, ey. Da hinten mal noch eine Tür, aber... Ja, ein Radio. Na toll. Super. Okay. Ah! Was ist jetzt los? Oh, Jules! Was war das denn?
Gott steh mir bei, ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Ja, das glaube ich auch, Jules. Okay, Jules, okay, wir packen das, wir packen das. Nee. Wir sind cool. Du spielst gleich. Du spielst gleich, ey. Leiter. Oh, Kreuz. Was wo? Ach, nee. Ja. Das waren nur so Steine. Ich dachte, das wären Grabsteine. Au. Bin ich jetzt wieder unten? Ja. Ja. Ah, ich muss rüberspringen. Ja. Du machst das gut, Jules, du machst das gut. Du siehst auch gut aus. Ja, danke. Ja. Bisschen blass, aber ansonsten gut. Ja, war gut. So, und jetzt? Ausflug zu Mario? Keine Späße jetzt. Okay. Aber das nimmt die Schärfe. Ja. Ich bin gerade auf jeden Fall einen Stacheldraht irgendwie über. Nur damit. Kann ich jetzt nicht hin, da muss ich hier drauf. Das sah mir recht weit aus. Ah. Ja. Dann mach ich jetzt nicht auf. Wahrscheinlich geht die auch gar nicht auf. Okay, Jules, okay, Jules. Oh. Genau, das Licht so, das ist bestimmt Vater, ey. Oh ne, das war auch da, jetzt immer hinter dem Zaun. Das war die Laterne da. Ah, also. Okay. Ja, die sind genauso weit gekommen wie wir. Oh nein, der ist in mich reingeklebt. Oh, jetzt nicht mehr. Okay. Okay, ich geh mal hier hoch. Scheiß Haus hier. Das ist scheiße. Also hier würde ich mich überhaupt nicht zurechtfinden. Außerhalb oder was? Ja, jetzt bin ich hier wieder. Wow! Wow! Ich weiß da nicht wohin. Ich hänge. Doch nicht. Sieht gut aus, Schulz. Mach es gut. Die Batterien, ich seh nichts! Ah ja. Hey! Ja, ach! Ja, hoch, ne? Ja, ja! Sau! Wo bin ich? Jules, hast du so gut gemacht, ey. Wow, jetzt. Oh. Ist er da unten? Stimmt nicht.
Oh. No. Oh. Also da dürfte er jetzt eigentlich nicht hinkommen, ne? Nee. Ich muss das... Genau, spring an den Paletten vorbei. Damit er deine Fußabdrücke auf den Paletten nicht sehen kann. Gerade so verkrampft hier rum. Ah, oh, siehst aber locker und flockig aus. Oh, wo ist was? Okay. Oh. Okay, Jules, okay, Jules. Sieht gut aus. Nee! Doch, sieht gut aus. Mach's gut. Wo denn? Bist du runtergekommen? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ich glaube nicht, dass wir noch Batterien kriegen. Ja, man sieht jetzt leider nicht mehr so viel, aber wir haben halt auch keine Batterien mehr, ne? Ja, ich denke, wir machen doch nochmal einen Break. Bitte. Vor dem großen Finale. Der Jules ist auch schon ganz blass. Dan spielt jetzt. Oh. Nee, lieber nett. Also ich kann es versuchen, aber ich finde auch den Weg nicht. Ja, ich weiß. Vielleicht muss man mein Handy mal auf lautlos machen, nicht, dass es gleich irgendwie anfängt zu dudeln oder so. My heart is beating. Ja gut, das ist... ja, also pass auf, wir haben jetzt... Du, wenn du da runterkommst, ist so ein Pavillon. Ja. Und rechts geht's in den Wald. Und links kam er gerade raus. Ich denke mal, da wo er jetzt rausgekommen ist, da können wir rein. Oder? Ja, das überlege ich mir gleich noch. So, das war's dann und wir sind jetzt raus hier, weil ich habe schon Magengeschwüre. So, und ciao. Tschüss.